Hallo und herzlich willkommen. Gestern habe ich mir überlegt, dass man euch auch ganz tolle Muster zeigen kann, den man zum Beispiel, wenn du ein Pullover strickst, dass man das zum Beispiel, ich zeige dir das so, das war meine so Idee, du weißt, ich kann nicht zeichnen, dass du diese Muster nur hier in der Mitte stricken kannst. Das heißt, wir haben dann diese Ajour und auch die Seiten musst du nicht machen. Ich habe das auf der Skizze gezeichnet. Oder wenn du eine Strickjacke strickst, dann kannst du das natürlich, wenn hier in der Mitte zum Beispiel Knöpfe kommen, dann kannst du dieses Muster zum Beispiel auf jede Seite stricken. Hinten dieses Rückenteil strickst du ganz normal glatt rechts zum Beispiel und hier bei der Strickjacke strickst du hier vorne nur die beiden Seiten mit diesem Muster. Ich würde euch natürlich diese Muster heute zeigen, so wie ich das hier gestrickt habe. Das heißt, die Seiten auch. Das habe ich, du weißt, ich habe das immer, stricke ich das in Perlenmuster oder Kraus rechts, um euch das besser zu präsentieren, dass sich das nicht rollt. Wir haben die Skizze für diese Muster. Wir haben Maschenzahl teilbar durch 21. Das ist das, was hier in der Mitte ist. Falls euch das nicht gefällt mit dem Ajour hier an den Seiten, kannst du nur das Mittlere hier verwenden. Wenn du in Runden strickst, hast du nur die 5 Maschen vom Rapport und du wiederholst immer wieder, immer wieder. Wir haben hier, wenn wir in Reihen stricken, das heißt mit 2 Stricknadeln, haben wir 5 vom Rapport und 5 nach dem Rapport. Und in der Mitte haben wir für den Rapport 21 Maschen. Nach oben haben wir 20 Reihen oder 20 Runden. Die geraden Reihen, ich rede jetzt von Reihen, strickst du alle Maschen nach links. Und in Runden, die geraden Runden, strickst du alle Maschen nach rechts. Wir haben hier rechte Masche. Dann haben wir 2 Maschen zusammen verschränkt, die biegt sich nach links. Und 2 Maschen zusammen, die biegt sich nach rechts, also den Faden holen wir vorne. Dann haben wir im Grün Umschläge. Und hier haben wir 3 Maschen zusammen. Du kannst die ganz normal 3 Maschen zusammen verschränkt stricken oder du strickst das so, wie ich euch das heute wieder zeige. Und wir können jetzt anfangen. Ich würde mit euch das ganze Muster stricken, so wie du das siehst auf der Skizze. Das heißt, die 5 vom Rapport, die 21 Maschen Rapports und 5 Maschen nach dem Rapport. Du entscheidest selber, wie du das machst, ob du das mit den 5 vor und 5 nach oder nur das, was in der Mitte ist. Ich würde jetzt dunkle Stricknadel nehmen, dann kannst du das besser sehen. Und hier stricke ich erstmal die Maschen in... Moment, ich muss gucken, ja. Die Maschen in Perlenmuster. Das sind die Randmasche und dann 4 Maschen in Perlenmuster. Danach habe ich 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Ich stricke nicht klassisch, also muss ich die wenden und dann Faden ziehen, also von vorne. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und 2 Maschen zusammen verschränkt. Da haben wir jetzt die 5 Maschen vom Rapport. Ich würde jetzt für die Maschen, die ich hier in Perlenmuster stricke, die 4 Maschen, würde ich ein Markierer machen hier vorne, dass du siehst, dass die gehören nicht dazu, nur die eine Randmasche. Und hier mache ich das auch mit dem Markierer. Okay, dann ist das ein bisschen besser für euch zu sehen. Jetzt kommen nach den 5 Maschen vom Rapport, haben wir 2, 4, 6, 7 Maschen nach rechts. Erste,
zweite, dritte, vierte, fünfte und auch die sechste und siebte, ja? Und siebte. Dann haben wir zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Eine rechte Masche, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts, zwei Maschen zusammen verschränkt. Also die rechte Stricknadel unter den zwei Maschen, aber von hinten. Und wieder haben wir sieben Maschen, die wir nach rechts stricken. Fünf, sechs und die siebte. Jetzt packe ich hier, wenn ich die Maschen nicht verliere, jetzt packe ich hier wieder, das ist jetzt die fünf Maschen nach dem Rapport erstmal und dann kommt der nächste. Jetzt sind das die fünf Maschen nach dem Rapport. Zwei Maschen strickst du zusammen, die sich nach rechts biegen. So. Dann machst du einen Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag. Und jetzt kommen zwei Maschen zusammen verschränkt. Und jetzt erst mache ich den Markierer hier. Der kommt hier, dass du das besser sehen kannst. Dass ich habe hier arbeite mit den fünf Maschen vom Rapport, mit dem Rapport und den fünf Maschen nach dem Rapport. Und jetzt kommt bei mir Perlenmuster. Das ist das, was du nicht machen musst. Und am Schluss, als letzte, kommt die Randmasche. Die stricke ich nach links. So. Dann wende ich die Arbeit und dann stricken wir die zweite Reihe. Und die zweite Reihe, da hast du alle Maschen nach links. Ich mache erstmal mein Perlenmuster und dann alle Maschen strickst du nach links. Auch die Umschläge, die werden auch nach links gestrickt. Die dritte Reihe. Ich habe schon mein Perlenmuster fertig gemacht nach der Randmasche und jetzt stricke ich die fünf Maschen vom Rapport. Vierte und die fünfte. Und jetzt dieser Hauptrapport. Wir haben sechs Maschen nach rechts. Erste, zweite, vierte, fünfte und auch die sechste. Jetzt haben wir zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Also die rechte Stricknadel schiebst du unter den zwei Maschen, aber vorne und holst den Faden. Eine Masche strickst du nach rechts, dann machst du einen Umschlag und drei rechte Maschen. Wieder ein Umschlag, eine Masche rechts, zwei Maschen zusammen verschränkt. Die rechte Stricknadel hinter den zwei Maschen, Faden holen. Sechs Maschen rechts. Und die sechste. Und jetzt nach dem Rapport, nach dem Hauptrapport, machen wir die fünf Maschen rechts. Vierte und die fünfte. Und bei mir ist schon diese Perlenmuster. Nach der fünften rechten Masche, bei dir strickst du die Randmasche, weil wahrscheinlich hast du diese Perlenmuster nicht mehr, dann wendest du die Arbeit und strickst die vierte Reihe, alle Maschen nach links. Bei mir sind die erstmal in Perlenmuster und sonst strickst du alle Maschen nach links. So, ab jetzt. Alle Maschen links. Wir kommen jetzt zur fünften Reihe und die Maschen vom Rapport und nach Rapport, wie du siehst, die wiederholen sich immer. Also als erste haben wir die fünf Maschen vom Rapport und da haben wir zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Also die rechte Stricknadel schiebst du unter den Maschen und holst den Faden. Die Masche, die hier entsteht, biegt sich in die rechte Richtung. Dann machst du einen Umschlag und dann kommt eine Masche rechts, ein Umschlag und zwei Maschen zusammen verschränkt. Also von hinten und die Masche, die hier entsteht, biegt sich nach links. Jetzt haben wir
Unser Hauptrapport, 5 Maschen rechts. Vierte und auch die fünfte. Jetzt wieder 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Also von vorne eine rechte Masche, ein Umschlag. 5 Maschen nach rechts. Die fünfte. Ein Umschlag, eine Masche rechts und 2 Maschen zusammen verschränkt. Jetzt haben wir 5 rechte Maschen und nach den 5 rechten Maschen kannst du die Hauptrapports wiederholen, so viel du für dein Projekt brauchst. Nach dem letzten Rapport strickst du 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Warte mal, so. Also von vorne. Dann machst du einen Umschlag, eine rechte Masche, ein Umschlag und 2 Maschen zusammen verschränkt. Und bei mir ist schon mein Perlenmuster und du strickst am Ende deine Randmasche, die stricken wir nach links. Dann wendest du die Arbeit und strickst alle Maschen nach links. Die erscheinen als linke Maschen und so strickst du die auch. Wir haben jetzt die 7. Reihe. Vom Rapport haben wir 5 rechte Maschen. Und jetzt fangen wir an mit dem Hauptrapport. Da haben wir 4 Maschen nach rechts. 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Also die rechte Stricknadel schiebst du unter den 2 Maschen, aber hier von vorne und holst den Faden. Dann machst du eine rechte Masche und einen Umschlag. 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Noch einmal. Von vorne. Dann machst du eine rechte Masche, einen Umschlag, eine rechte Masche, ein Umschlag, eine Masche rechts. Jetzt kommen 2 Maschen zusammen verschränkt, also von hinten, ein Umschlag, eine Masche rechts, 2 zusammen verschränkt, 4 Maschen rechts. Drei und 4. Und die 5 Maschen nach dem Rapport strickst du auch nach rechts. Und dann die letzte Masche, das ist die Randmasche. Die Randmasche strickst du nach links. Dann wendest du die Arbeit und strickst die nächste Reihe, alle Maschen nach links. Wir kommen jetzt zur 9. Reihe. Nach der Randmasche 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Also von vorne stechen wir die rechte Stricknadel, holen den Faden. Ein Umschlag, eine rechte Masche, ein Umschlag und 2 Maschen zusammen verschränkt. Jetzt fangen wir an mit dem Hauptrapport. 3 rechte Maschen, 1, 2 und 3. Und dann haben wir wieder 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Also die rechte Stricknadel schiebst du unter den 2 Maschen vorne und holst den Faden. Dann hast du eine rechte Masche, einen Umschlag und wieder 2 Maschen zusammen, warte mal, die sich nach rechts biegen. Also nochmal von vorne Faden holen. Eine Masche rechts, ein Umschlag, 3 rechte Maschen, ein Umschlag, eine Masche rechts, 2 Maschen zusammen verschränkt. Von hinten, Umschlag rechts, 2 zusammen verschränkt, 3 rechts. Und dann die 5 Maschen nach dem Rapport. 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Ein Umschlag, eine rechte Masche, ein Umschlag und 2 Maschen zusammen verschränkt. Als letztes strickst du die Masche nach links, das ist deine Randmasche. Dann wendest du die Arbeit und strickst die 10. Reihe, alle Maschen nach links.
Wir stricken jetzt die 11. Reihe. Nach der Randmasche hast du als erste 5 Maschen rechts. Das sind die Maschen vom Rapport. 3, 4 und 5. Und jetzt fangen wir an mit dem Hauptrapport. 2 rechte Maschen. Dann kommen 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Also schiebst du die rechte Stricknadel unter den 2 Maschen vorne und holst den Faden. Dann kommt eine rechte Masche, ein Umschlag und noch einmal 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Dann machst du wieder eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag. Jetzt die ersten 2 Maschen, du musst jetzt 3 Maschen, Moment, das ist runtergefahren hier, du musst 3 Maschen zusammenstricken. Machen wir das jetzt so, dass wir die ersten 2 heben, die dritte stricken wir nach rechts und die 2 gehobenen ziehen wir über die gestrickte. Fertig. Dann kommt ein Umschlag, eine rechte Masche, ein Umschlag, eine Masche rechts, 2 Maschen zusammen verschränkt. Also die rechte Stricknadel schiebst du unter den 2 Maschen hinten und holst den Faden. Ein Umschlag und wieder eine rechte Masche und noch einmal 2 Maschen zusammen verschränkt. 2 rechte Maschen. Und jetzt kommen 5 Maschen nach dem Rapport. Die stricken wir nach rechts und dann kommt die Randmasche, die strickst du nach links. Dann wendest du die Arbeit und strickst die 12. Reihe, alle Maschen nach links. Die 13. Reihe. Nach der Randmasche, ich mache erstmal mein Perlenmuster, du strickst nach der Randmasche 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Also von vorne. Dann machst du einen Umschlag, eine rechte Masche, ein Umschlag und 2 Maschen zusammen verschränkt. Wir fangen an mit dem Rapport, mit dem Hauptrapport. 7 Maschen rechts. 5, 6, und die 7. Dann kommt ein Umschlag. 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Die rechte Stricknadel vorne, Faden holen. 3 rechte Maschen. 2 Maschen zusammen verschränkt. Ein Umschlag. Und wieder 7 Maschen nach rechts. 5, 6 und 7. Und jetzt haben wir die 5 Maschen nach dem Rapport. Da strickst du 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Also die rechte Stricknadel unter den 2 Maschen vorne Faden holen. Ein Umschlag, eine rechte Masche. Ein Umschlag und 2 Maschen zusammen verschränkt. Und als letzte machst du die Randmasche, die strickst du nach links. Dann wendest du die Arbeit wieder und machst die nächste Reihe, alle Maschen nach links. Wir haben schon die 15. Reihe und da haben wir vom Rapport 5 Maschen, die wir nach rechts stricken. Und auch die 5. Jetzt fangen wir an mit dem Hauptrapport. Da haben wir 8 Maschen rechts, 8. Dann kommt ein Umschlag, 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen, von vorne, eine rechte Masche und 2 Maschen zusammen verschränkt. Und jetzt haben wir wieder 8 Maschen, die wir nach rechts stricken. 5., 6., 7 und 8. Und jetzt nach dem Rapport die 5 Maschen
nach rechts und dann hast du die Randmasche, die du nach links strickst. Dann wendest du die Arbeit und strickst die nächste Reihe, so wie die Maschen erscheinen. Und wie gesagt, die erscheinen immer in jeder geraden Reihe, erscheinen die als linke Maschen. Und so würden die auch gestrickt. Die 17. Reihe nach der Randmasche. Ich mache mein Perlenmuster schnell zu Ende hier. Nach der Randmasche strickst du als erste zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Also die rechte Stricknadel unter den zwei Maschen und den Faden holen. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und zwei Maschen zusammen verschränkt. Jetzt haben wir 9 rechte Maschen. Sechs, sieben, acht und 9. Dann kommt ein Umschlag und wieder zwei Maschen heben, ohne zu stricken. Die dritte Masche rechts stricken und die zwei gehobenen Maschen ziehst du über die eine gestrickte. Fertig. Ein Umschlag. Und wieder 9 rechte Maschen. Bis zu Ende strickst du rechte Maschen. 9 Stück. Und dann kommen die 5 Maschen. Siehst du, ich habe zu weit bin ich. Oder? Doch. Habe ich hier irgendwo einen Fehler gemacht, Leute? Das waren die vom Rapport. Zwei zusammen. Zwei zusammen. Nee. Warte mal. Ich muss das kontrollieren. Ich habe das alles kontrolliert. Das ist alles in Ordnung. Ich verstehe das nicht. Das sind doch 9. 2, 4, 6, 8, 9. Ja, oh Gott, jetzt nicht mehr. Das ist Montag wieder. Okay, das waren jetzt die 9 Maschen rechts. Und jetzt strickst du die 5 Maschen nach dem Rapport. 2, 4, 5. Ja, 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Manchmal ist das nicht so, wie ich das möchte, wenn ich das zu schnell mache. Dann kommt ein Umschlag, dann kommt eine Masche rechts, ein Umschlag und zwei Maschen zusammen verschränkt. So, und dann hast du als letzte die Randmasche. Du wendest die Arbeit und strickst die 18. Reihe, alle Maschen nach links. Alles ist so, wie es sein soll. Ja, perfekt. Irgendwie bin ich... Ich schlafe noch. Okay, jetzt stricke ich die 18. Reihe, alle Maschen nach links. Wir haben jetzt die 19. Reihe. Das ist die vorletzte Reihe. Und wenn du auf der Skizze guckst, dann siehst du, dass wir alle Maschen nach rechts stricken müssen. Die vom Rapport und auch die nach dem Rapport. Und auch die für unsere Hauptrapport, die 21 Maschen. Also hier stricken wir alle Maschen nach rechts, dann wenden wir die Arbeit und stricken die letzte 20. Reihe alle Maschen nach links. Und wenn wir die linke Seite fertig haben, dann fängst du wieder an. Nach oben fährst du wieder, ich sage immer fährst du, ab der ersten Reihe. Schau mal, ich habe jetzt die 19. zu Ende. Jetzt mache ich nur mein Perlenmuster hier am Ende und die Randmasche. Dann wende ich die Arbeit und stricke die letzte 20. Reihe, alle Maschen nach links. So. Ich habe noch ein Muster gefunden,
den man auch als für vorne für Pullover oder auch seitlich, wenn du eine Strickjacke strickst, verwenden kann. Wäre auch die Alternative für so ein Muster vorne auf deinem Pullover oder auf deiner Strickjacke. Das würde ich auch euch demnächst zeigen. Das war's, meine Lieben. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder auf meinem Kanal wart, dass du wieder auf meinem Kanal warst, und würde mich sehr freuen, wenn du wieder vorbeischaust. Bis dahin sage ich Dankeschön. Bleib bitte gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Mira.